Was? Ich hätte nicht gedacht, dass jetzt was passiert, wenn ich draufstehe. Wer seid ihr denn? Die Sternschnuppen von eben sind vielleicht, sind tatsächlich feindliche Außerirdische. Bei unseren Sternschnuppen-Ehre, wir müssen sie finden. Sternschnuppen-General, habe ein sehr verdächtiges Objekt ausgemacht. Dieses Grün ist so leuchtend, dass es in den Augen brennt. Ich weiß nicht, irgendwie gefallen mir die Stimmen von den Dingern nicht. Von der oberen, nein. Ich habe es auch überprüft, aber das ist rot, nicht grün. Sofort mit bloßem Auge überprüfen und bricht. Das kennen wir doch von den Gummern. Nick, nick, Kopfschütteln. Geil. Mario? Bruch. Oh, das ist doch Mario aus dem Pilzkönigreich. Bestätige Sichtung von Luigi. Sergeant, umgehen, Autogramme anfordern. Hä? Was? Ach, was warten wir bei? Ach so. So. Was? Die schöne Stimme von Prinzessin Peach gestorben? Diese Stimme muss unbedingt gerettet werden. Vielleicht können wir euch dabei ein wenig helfen? Nun, weihen wir euch in die Paaraktion der Sternschnuppenbrüder ein. Mario Luigi, jetzt gibt es ein spezielles Sondertraining zum Thema Paar-Action. Bereit für das Sondertraining? Ja, komm. Machen wir einfach. Um besonders hoch zu springen, hüpft Luigi zunächst auf Mario. Dann kann ein hoher Sprung ausgeführt werden. Drücke zunächst L, um den hohen Sprung auszuwählen. Ich drücke L. Hoher Sprung. Der erste Sprung erfolgt dann durch Drücken von B. Ah ja. Drücke zum gemeinsamen Sprung noch einmal B. Damit kann man höher springen als allein. Doppelt springt besser. Erklärung wiederholen. Nein. Also Luigi. Achso. Also Luigi, spring mit dem hohen Sprung auf den Fels. Rechts. So. Ah, okay. Gut gemacht. Mit dem hohen Sprung schaffst du auch höhere Stufen. Jetzt sag schon statt! Die Position! Mario, bitte nach hinten treten! Drück L und wähle den Würfelsprung! Ja, ich drück L. Ich drück L. Bing! Drück W, um zu springen! So kann Mario auf Luigi's Schulter springen! Wenn du nun erneut B drückst, wirbelt er beide zusammen für eine Wende durch die Luft! Verwende das Steuerkreuz, um dich in der Luft zu bewegen! Yay, yeah. Guck mal, wie cool wir sind. Mit dem Übersprung könnt ihr auch bei TL und Gräben mit einem Sprung über... Achso, Moment. Das war ja der... Egal. Das war der Depressive. Egal. Erklärung wiederholen. Nein. Also Mario, spring mit dem Übersprung auf den Felsen auf der rechten Seite. Genau. Falsch. Okay, da muss ich mich erstmal... Da muss ich mich erstmal reinfinden. Bravo! Die Aktion, die der hintere Bruder nach Drücken von B ausführt, nennt man Paaraktion. Drücke L, um die Aktion auszuwählen und B, um sie auszuführen. Merkt euch das gut. Das sind Aktionen, die sich nur in brüderlicher Einheit bewältigen lassen. Sondertraining Ende! Information wiederholen? Nein. Hab's gecheckt. Dann zeigt mal, was ihr im Sondertraining gelernt habt. Benutzt den hohen Sprung und den Würgesprung, um zu der Flagge da oben zu kommen. Geht's nach Zeit oder kann ich mir Zeit lassen? Egal. Jetzt schauen wir mal. Was? Habt ihr gerade den Bug gesehen? Da. What the fuck? Egal, ich gehe da nicht näher drauf ein. Tasten. Und drüben. Hab's geschafft. Pilz. Achso, ich hab's ja noch gar nicht geschafft. Tasten. So, jetzt aber. Ding dong. Tatsächlich, Mario Luigi. Ihr seid zwei besondere Brüder. Den hohen Sprung, den Wirbelsprung beherrscht ihr nun perfekt. Mario Luigi, wir wünschen euch viel Glück.
für euer Abenteuer. Steuerige Stunden! Mein Hals. Moment, wieder kurz was trinken. Boah, ich hoffe, ich gewöhne mich an diesen Stimmen. Dann könnte ich Gengar auch endlich richtig sprechen. Ja. Sirup. Sonst ist hier nichts, oder? Irgendwie schmeckt mein Kakao noch wert das Original. Naja. Hä? Ach so, das ist ein... Hä? Ist der wirklich ein Vorsprung, oder? Ach ja, okay. Höhen und Tiefen kann ich hier nicht so gut unterscheiden. Oh. Ich muss das hier wieder wegmachen. Ja. Ich werde das macht mehr Schaden, wenn der andere Bruder draufspringt. Wenn der stärkere Bruder draufspringt. Na gut. 5 Schaden. Die kriegen immer noch nur 2 Schaden. Schade. Mist. Ah ne, die bleiben doch nicht. Okay. Dann ist kein Problem. Toll. 5 Crit. Pilz. Ich hab einen Pilz gekriegt. Wir können wieder speichern. Oh, hier kann man schön oft speichern, das gefällt mir. Das ersetzt die Safe States. Und wie lange spiele ich schon? 48 Minuten. Super. Wir noch ein bisschen Zeit. So, klappt. Besiegt. Wahrscheinlich bestimmt meine Geschwindigkeit auch, wann ich im Kampf angreifen darf. So. Boah, mein Hals kratzt wieder von der Stimme. Oh Gott, nein Gott. Besiegt. Na komm, ich hau mir noch weg. Let's go! Ihr seid so schön leicht. Das wird nachher sicher noch schwerer. Ich weiß gar nicht mehr, was hier überhaupt für Bossgegner und sowas sind. Ich hab keinen blassen. Ich erinnere mich noch an eine Insel. Naja. Steuerung. Ich und meine Steuerung mal. Ach Quatsch. Perfekt. Wollt ihr trotzdem irgendwie? Ja, wow! Das ging tatsächlich. So. Hä? Wie? Irgendwie. Das war eventuell richtig, eventuell auch falsch. Okay, Sirup. Eine Münze. Wow, das war knapp. Okay, geschafft. So. Und... Mario! Luigi! Schätze mal, das ist Bowser. Nein, doch nicht. Ach, ihr beide. Welcher Gast ist wiedersehen? Wir hatten eben ganz vergessen, euch etwas zu sagen. Wenn man im Gelände eine neue Aktion lernt, verfügt man auch im Kampf über einen neuen Angriff. Paar Aktionen gelernt, dann beherrscht ihr jetzt auch neue Techniken im Kampf. Wollen doch mal sehen, wie ihr im Kampf damit zurechtkommt. Ach du Sch... Piu, piu, piu. Ach, nur der eine? Okay. Ey, der ist doch schon kaputt. Der Kleine ist doch schon kaputt, wenn wir ihn nur angucken. Na gut. Und jetzt immer mehr paar Attacken! Mario hat jetzt in seinen Kommandos... Boss!
eine neue Attacke, die Paar-Attacke. In einer Paar-Attacke greifen Mario und Luigi gemeinsam an. Wähle hier das Kommando aus. Klatschbrüder. Klasse Name. Dann erscheint eine Liste der möglichen Paar-Attacken. Gut, Mario, greif an! Okay. Ach, er wählt automatisch wieder aus, oder? Nein. Okay. Halt! Wie du siehst, ist der Mensch schon dunkel! Echt? Wie du sagst? Das heißt... Das heißt aber, jetzt kannst du den Knopf drücken. Aber keine Sorge, vor dem Drücken läuft alles in Zeitlupe. Halt! Und wie du siehst, ist nicht nur die Zeitlupe aktiv. Auch der Knopf, den du drücken musst, erscheint auf dem Display. Drücke auf den angezeigten Knopf. Okay. Übrigens, dieses Zeichen erscheint, wenn du es richtig gemacht hast. Übrigens, es gibt nicht nur ein Kommando für Paar-Attacken. Also zum nächsten Kommando. Hier musst du gut auf das Timing der Eingabe achten. Halt! Okay. Es gibt noch ein Kommando! Der Schluss ist sehr wichtig! Wenn du es richtig machst! Wenn du es richtig machst, addieren sich die Angriffspunkte zu einem Superschaden zusammen. Jetzt musst du drücken! 15 Schaden, what the fuck? So funktioniert die Paar-Attacke. Nächster Punkt, der Modus der Paar-Attacke! Hä? Der Modus bestimmt, wie schwierig die Attacke ist. Den Modus veränderst du mit L. Drücken. Durch Drücken von L und R. Okay. Hä? Irgendwie kostet der Dreier weniger, kann das sein? Drücken von R und L, ganz einfach. Okay. Modus 2 läuft ohne Zeitlupe. Modus 3 ist ohne Knopfanzeige. Das könnt ihr versuchen, wenn ihr die Kommandos beherrscht. Es ist vom Vorteil, wenn ihr im schwierigen Modus die Attacken korrekt abschließt. Wenn euch das nämlich gelingt, dann erhaltet ihr am Ende noch Zugriff auf die Extra-Kommandos. Extra Kommandos erweitern eure Fähigkeiten im Kampf. Vielleicht hat ja einer von euch beiden irgendwann eine gute Idee. Bis dahin solltet ihr eure Technik im Kampf schulen. Und damit endet unsere Übung. Unsere Übung zur Paar-Attacke. Noch nicht! Zum Schluss erklären wir noch die Brüderpunkte. Jede Paar-Attacke kostet Brüderpunkte. Jetzt setzt sie klug ein. Und damit endet eure Lektion. Nun aber wirklich. Also nicht vergessen. Neu gelernte Geländeaktion kann man auch im Kampf einsetzen. Jetzt aber wirklich! Mario, Luigi! Wir wünschen euch viel Erfolg bei euren Abenteuern! Schnell gestanden! Ich will auch so einen Aufzug gemeinsam haben. Naja. Ist da oben irgendwas? Ich tasten. Ich will tasten. Das geht nicht. Mensch! So. Nicht. Okay. Hier vielleicht? Nein. Also ich suche immer nach unsichtbaren Blöcken. Oh mein Gott. Ich werde diese paar Attacken wieder nur ganz selten einsetzen. Ich hasse halt Sachen, die eine Art Munition verbrauchen. Und die verbrauchen halt Brüderpunkte. Kugelbilly, 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 Kugelbilly. Ach, kein Problem. Mario Level 4. Oh Mann, ich werde so immer. Drei Angriff noch dazu, ey. Komm, nochmal Angriff. Ich hab Spaß dran. Zwei Punkte, yeah.